Ich grüße dich zu diesem kleinen Video zum Thema Freiheit. Besser sein als andere. Besser sein nicht als Wertung, sondern du kannst vielleicht etwas mehr, das andere nicht können. Was machst du damit? Du hast ja meistens mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich muss da ein bisschen auf den Boden schauen, weil es hat ja ziemlich geregnet, also nicht, dass ich da plötzlich in der Pfütze versinke. Wäre da nicht so toll, aber egal, zurück zum Thema. Besser sein als andere, es gibt da mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es steigt dir im Anführungszeichen zu Kopfe und du sagst, tja, ich bin viel besser als ihr da unten. Oder du sagst, hey, das kann ich besser. Darf ich dir einen Vorschlag machen? Das kann ich besser. Überlegst du dir, kann ich dir einen Vorschlag machen? Das kommunizierst du. Denn wenn du siehst, jemand hat irgendwo Schwierigkeiten, kommt nicht voran, rennt immer in denselben Baum oder in dieselbe Wand, dann, und du weißt, hier gibt es eine Möglichkeit, die hast du schon erlebt, da hast du eine bessere Lösung, als immer wieder dagegen zu rennen, dann kommunizier diese. Besser sein als andere ist ein Segen. Und besser sein als andere könnte man, wenn man so möchte, nicht als Zwangspflicht, sondern als Pflicht ansehen, den anderen mehr zu helfen, den anderen beizustehen, den anderen weiterzuhelfen, damit sie in ihrem Leben vorwärts kommen, genau wie du. Und du profitierst ja auch von anderen, die was besser wissen. Ansonsten könntest du ja nichts mehr lernen. Brauchtest du kein Buch zu lesen, kein Video zu schauen und würdest du nie zu einem Therapeuten gehen oder zu einem Arzt gehen oder zu einem Coach oder zu einem Trainer? Das braucht es alles nicht, wenn du alles immer besser schon weißt von Anfang an. Du es aber dann nicht umsetzt, das ist dann auch nur eine Kategorie. Die besprechen wir vielleicht irgendein andermal. Du kannst dir selber ausdenken, was dabei rauskommt. Wenn du aber wirklich dir Wissen aneignest, es umsetzt, sprich Weisheit daraus wird, weil Weisheit ist ja Wissen umgesetzt in Tun plus Erfahrung, dann gib das weiter. Und wenn es nur ist, wie mache ich Himbeermarmelade oder Rhabarber-Himbeermarmelade? Was sehr, sehr gut ist. Oder wie kann ich beispielsweise jemanden, sei das Frau oder Mann, einfach ansprechen und eine Frage stellen. Egal, ob das dann was draus wird oder einfach nur ein gutes Gespräch sich ergibt. Also besser sein als andere ist immer etwas Gutes, aus meiner Sicht. Wenn man es so nützt, wie es aus meiner Sicht ursprünglich gedacht ist. Schau, dass du besser bist als ich. Schau, dass du bessere Dinge, bessere Tipps und bessere Umgangsformen, bessere Ausdrucksformen, eine bessere Sprache als ich hast, beispielsweise, wenn du das als Maßstab nehmen möchtest, und gib's weiter. Gib's weiter, dann das bringt dich auf ein anderes Level, auf eine andere Position in deinem Leben. Besser sein als andere, siehst du also, hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Denn du wirst Anerkennung erleben, wenn du das Bessere, was du weißt, weitergibst. Und zwar wirklich zum Guten weitergibst. Nicht mehr jammern als die anderen, sondern wirklich dein besseres Wissen, sprich der andere weiß vielleicht ein bisschen weniger und du weißt ein bisschen mehr. Gib ihm dieses Wissen. Halt es nicht zurück. Denn Wissen weitergeben, das du schon erlebt hast, was umgesetzt wird in Weisheit, dieses Weitergeben, das macht dich im weitesten Sinne, wenn man dann den Gedanken weiter spinnen würde, macht dich quasi unsterblich. So, da war zum Schluss noch ein kleines Telefonat. Daher, Besserwissen und Freiheit kann sich wirklich weiterbringen. Und schau mal, wo du was besser weißt
und wo du es einsetzen kannst und vor allem wie und bei wem. Oder schreib dir das einfach mal auf. Vielleicht kannst du es irgendwann brauchen. Hat dir dieses Video was gebracht? Daumen hoch. Hast du eine eigene Meinung dazu? Oder weißt du sogar etwas besser, was ich verbessern könnte, verändern könnte, damit du es besser verstehst und es dir weiterhilft in deinem Leben? Ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und vielleicht bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.